Kapitel 4 – Der höchste Sport. Der nächste Morgen war angebrochen. Während Aurora in der Nacht einen langen und tiefen Schlaf genossen hatte, war Kel energielos. Stundenlang hatte er versucht, endlich Ruhe zu finden. Doch jedes Mal, wenn er seine Augen schloss, blickte er in die zwei stechenden Augen des allmächtigen Tyrannen. Er verstand selber nicht, wieso nur ein Blick auf ein Bild ihn derart beeinträchtigen, gar prägen konnte. Es fühlte sich an, als wolle es ihm eine Botschaft vermitteln, welche er jedoch nicht verstehen könnte. Als hätte dieses Paar Augen eine tiefe Bedeutung, welche ihn mehr betraf, als er es je verstehen könnte. Deswegen hatte er beinahe keinen Schlaf finden können und dementsprechend müde war er nun. Außerdem war er immer noch verwirrt von den Ereignissen des Morgens. Als er nämlich morgens aufwachte, blitzte es beinahe direkt. Und die Lampe seines Nachtschrankes verschwand einfach. Stattdessen wurde sie von einem Salat ersetzt. Als er Aurora darauf ansprach, wirkte diese nicht beeindruckt und schlug vor, den Salat mitzunehmen. Denn anscheinend war es eine Sorte, die eigentlich nur ein Pokémon aß. Doch trotzdem lief er an Auroras Seite, bereits im orangenen Licht der frühen Morgensonne, welche die Großstadt wirken ließ wie ein flammendes Meer. Doch ohne jegliche tödliche Hitze, alleine mit der mystischen Schönheit der Frühe. Die Reflexion der Sonnenstrahlen durch die Glaskuppel an der Spitze des Bürogebäudes schossen in alle erdenklichen Richtungen und ließen das Gebilde erscheinen wie einen riesigen Leuchtturm. So manches Pokémon war bereits auf den Straßen unterwegs, doch es waren deutlich weniger als noch am Abend zuvor. Auch am Ziel der beiden Pokémon befanden sich noch nicht viele Pokémon. Wieder öffnete sich die altbekannte Tür und die Teampartner stiegen in denselben Aufzug wie noch am Vortag. Die leisen, gleichmäßigen Geräusche des Transportmittels drangen in Kels Ohren. Seine Müdigkeit sorgte für einen Mangel an Aufmerksamkeit und sein Fokus schwebte alleine bei dem Geräusch. »Hallo, bist du wach? Wir sind da!« Aus seinen Gedanken aufgeschreckt folgte Kel Aurora, um nach einem amüsierten Blick zur Seite von Aurora dieses Mal an die richtige Tür zu klopfen. »Aurora, Kel, eintreten!« Sofort öffnete sich die Tür mit einem Klicken und die beiden Pokémon traten ein. Niemand sonst würde freiwillig schon um so eine Uhrzeit hier aufschlagen. Also, heute wollt ihr euer Team offiziell machen, nicht? Euphorisch nickte Aurora, während Kel einfach nur versuchte, wach zu bleiben. Also, dann brauchen wir einmal euren Teamnamen und die Unterschrift beider Beteiligten. Außerdem müsst ihr einen Teamleiter bestimmen, außer ihr wollt das beide machen. Nach dieser letzten Aussage warf Amagaga bereits einen wissenden Blick zu Aurora. Doch in diesem Moment verhielt sie sich nicht, wie er es vermutet hatte. Also, ich glaube, die Leitung vom Team übernehmen lieber beide. Wir haben ja beide keine Erfahrung damit. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht von dir erwartet, ich will ehrlich sein. Aber eine weitere wichtige Frage habe ich noch vergessen. Warum riecht er nach meinem Frühstück? Erst jetzt fiel Kel wieder ein, was er heute Morgen vorgefunden hatte. Ach ja, das Zeug hier hat heute Morgen meine Tischlampe geklaut. Aurora meinte, es könnte deiner sein. Er reichte Mondagoras die hölzerne Schüssel. Ist es auch. Dann gehört dieses Ding wohl dir, Aurora. Aber gut, dann lasst uns fortfahren. Und später will ich eine Erklärung darüber, wie ein Obstsalat etwas klauen soll, Fukano. Diese letzte Aussage überhörte Kel gekonnt und beide machten sich an das Ausfüllen des Teamformulars. Team Polana Vatra, haben diese Worte auch irgendeine größere Bedeutung? Ich habe es zumindest noch nie gehört. In dieser Lage wirkte Monagoras jedoch deutlich informierter als sein Partner. Das hört sich nach der Sprache der Alt-Kasonia an.
Kasonien, genau wie Berelo, war ein Kontinent dieser Welt. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, dann müsste es irgendwas in Richtung Schneebrand bedeuten. Ich kann mich aber irren, mein Altkasonisch ist nicht gut. Es stimmt aber fast. Polarbrand bedeutet es. Zum ersten Mal seit Kellyn kannte, wirkte Amagaga im Positiven von Aurora überrascht. Du sprichst Altkasonisch und das anscheinend halbwegs flüssig. Wie kommst du denn dazu? Das ist eine lange Geschichte, aber keine für jetzt. Ich habe lange genug gewartet, um dieses Team zu gründen. Und wir haben lange genug gewartet, damit du aufhörst, uns zu nerven. Also, dann kommt mit, jedes neue Team bekommt einen kleinen Rundgang hier. Obwohl Aurora dieses Gebäude bereits sehr gut kannte und sich wohl auch ohne eine weitere Einweisung zurechtfinden würde, war sie doch recht froh über die Auffrischung, da ihr so keine peinlichen Fehler unterlaufen würden. Gleichzeitig wusste sie selber, dass Kell die Einführung mehr als nötig hätte. Er hatte bisher nur das Wissen, welches ihm Aurora in der kurzen Zeit vermittelte, erhalten. Vermutlich wusste er nicht einmal, wie diese Sportart überhaupt ausgetragen wurde. Also folgte das neue Team Polana Vatramonagoras, während Amagaga zurückblieb. Also das Erdgeschoss kennt ihr gut genug, für die Runde lassen wir es aus. Allgemein haben wir viele Ebenen, die eigentlich nur Lagerraum oder Wohnraum oder Büros oder ähnliches sind, weshalb die Rundtour nicht sonderlich lange ausfallen wird. Fangen wir mal mit Etage 12 an. Das Trio fuhr mit dem Aufzug hinab, bis er auf Etage 12 anhielt. Als die Tür sich öffnete, erstreckte sich ein großer Saal, in welchem einige Tische standen. Eine Art Theke befand sich an der Wand. Fenster gab es in diesem Raum keine, jegliches Licht ging von einem großen Kronleuchter aus. Also, dieser Raum ist im Prinzip nur ein Gemeinschaftsbereich. Hier treffen sich verschiedenste Teams, um sich auszutauschen und um Pause zu machen. Die Theke hinten an der Wand ist ein kleiner Kiosk. Es ist gerade ohnehin niemand hier und zu erklären gibt es nicht viel, deswegen gehen wir weiter. Und wir nehmen die Treppe, denn Etage 13 ist die nächste. Der Anweisung folgend nutzte Kell so zum ersten Mal die Treppen in diesem Gebäude. Weiße, marmorartige Stufen verliefen in dem scheinbar endlosen Treppenhaus nach oben. Stimmt es eigentlich wirklich, dass manche Pokémon trainieren, indem sie ständig die Treppen hoch und runter laufen? Darauf kannst du wetten und frag mich ja nicht nach meiner Meinung darüber. Gutes wirst du dann nicht hören. Wir haben so viele Trainingsgeräte und alle möglichen Optionen für unsere Teams und diese Kerle. Aber egal, wir sind auf Etage 13. So setzte das neue Team den Rundgang durch das Hauptgebäude der Berelischen Kampfliga fort. Durch viele weitere Ebenen voller verschiedenster Gegenstände und manchmal auch Pokémon. Die nächste wahrlich bedeutende Ebene war jedoch Nummer 25. Ab dieser Stelle begannen nämlich die Kampfringe. Die Etagen 25 bis 35 sind alles Kampffelder, welche zur freien Verfügung stehen. Von Etage 35 bis 40 gibt es weitere, die allerdings alleine zu Ligakämpfen gedacht sind. Kell warf einen Blick auf die eigenartige Struktur, welche auf dem Grund eingezeichnet war. Zwei Abschnitte eines großen Kreises füllten den Raum aus, wobei diese Abschnitte sich kaum ähnlich sahen. Ah ja, da war ja noch was. Du hast keine Ahnung von Ringkampfregeln, nicht wahr, Fukano? Der Angesprochene schüttelte bloß den Kopf, während er weiter interessiert in den Ring starrte. Weißt du was? Aurora, erklär du doch mal. Dann sehe ich auch, ob du wirklich alle wichtigen Details des Sports kennst. Also, fang an. Auf den Befehl folgte sofort die Antwort und Aurora trat in die Mitte des Kreises, um mit ihrer Erklärung zu beginnen. Also Kell, hör mir gut zu. Ich will dir das hier nicht mehrfach erklären müssen. Leichter gesagt als getan bei seinem derzeitigen mentalen Zustand. Trotzdem bemühte Kell sich, den Worten des Vulpix zu folgen. Also, wie der Name schon sagt, wird der Ringkampf in Ringen wie diesem hier ausgeführt. Dieser innere Kreis hat einen Durchmesser von 10 Metern.
In diesem Abschnitt befinden sich in der Regel zwei Pokémon, je eines pro Team. Die beiden Kämpfenden beginnen nun nach dem Startsignal mit dem Kampf. Das große Ziel im Ringkampf ist es nicht, den Gegner K.O. zu schlagen oder etwas derartiges. Stattdessen muss es das Ziel eines Kämpfers sein, seinen Gegner aus dem Ring zu befördern. Jegliche Pokémon-Attacken und Techniken, die keine gesetzlichen Grenzen überschreiten, sind erlaubt. Deswegen hat man viel kreative Freiheit in diesem Sport. Dann gibt es noch den äußeren Ring. Aurora verließ den inneren Kreis. Das hier ist die Risikozone. Komm mal her! Ohne zu zögern folgte Kell der Anweisung, doch kaum betrat er die Fläche, fiel er beinahe zu Boden. Spürst du es? In den 3 Metern der Risikozone herrscht ein starkes Magnetfeld, welches Pokémon zu Boden drückt. Dies schränkt die eigene Bewegungsfreiheit enorm ein. Es sollte immer zunächst dein Ziel sein, deinen Gegner in die Risikozone zu befördern und dann seine eingeschränkten Bewegungen auszunutzen und ihn so aus dem Ring zu befördern. Zum rein technischen war es das eigentlich auch schon. Das Team, dessen Kämpfer als letzter im Ring steht, erhält einen Punkt. Jedes Team braucht mindestens 2 Mitglieder, wie du ja wissen müsstest. Das liegt daran, dass eine Runde 2 im Anschluss stattfindet. Dieses Mal mit 2 anderen Pokémon. Gewinnt erneut dasselbe Team, wie schon in der ersten Runde, so ist die Partie entschieden und das betreffende Team hat gewonnen. Wenn jetzt allerdings beide Teams jeweils eine Runde gewinnen, dann findet noch eine 3. finale Runde statt. In dieser Runde, wenn es zu ihr kommt, stehen von jedem Team 2 Pokémon im Ring. Ein 2 gegen 2. Das Team, welches zuerst keinen Kämpfer mehr im Ring hat, verliert diese Runde, was augenblicklich die ganze Begegnung beendet und für das andere Team entscheidet. In ganz wenigen speziellen Kämpfen kann es auch passieren, dass nach 2 gewonnenen Runden erst ein Teilsieg vergeben wird und das Ganze wiederholt wird, bis ein Team 2 Teilsiege hat. Oder manchmal braucht man auch 3 Runden für einen Teilsieg oder die Runde. Aber das wird uns fürs Erste wohl kaum passieren. Monagoras wirkte relativ zufrieden, als Team Polarnawatra aus der Risikozone heraustrat. Ich merke schon, du hast wirklich gelernt, Aurora. Ein paar kleine Ergänzungen will ich aber noch machen. Also, einerseits, falls ein Pokémon stolpert oder sich auf andere Weise selber aus dem Ring befördert, selber schuld. Der Gegner gewinnt in diesem Fall. Oder, wenn es in Runde 3 geschieht, ist er im Überzahl gegen deinen Teampartner. Was auch ein wichtiges Detail ist, allerdings nur für größere Teams. Sollten einem Team mehr als 5 Pokémon angehören, muss der Teamleiter vor Beginn der Partie bekannt geben, welche 5 Pokémon des Teams zur Aufstellung gehören. Nur aus diesen 5 darf das Team dann wählen. Aber die meisten Teams haben ohnehin weniger Pokémon. Die wenigsten schließen sich freiwillig einem anderen Team an, wenn sie doch auch ein eigenes gründen könnten. Das war's dann auch mit meinen Ergänzungen und auch mit dieser Tour. Die Etagen 40 bis 46 sind eigentlich unwichtig, hauptsächlich Lagerraum. Unser Büro kennt ihr, was in den Etagen darüber ist, wisst ihr. In der Kuppel finden übrigens die größten Lokalduelle statt, die Rangprüfung. Als Team kann man entweder in die Unterliga, die Oberliga oder die Königsliga gehören. Starten tut ihr natürlich in der Unterliga. Aber wenn eure Ergebnisse gut genug sind, könnt ihr eine Rangprüfung antreten. Wer eine Rangprüfung besteht, könnt ihr euch hoffentlich denken, steigt in die nächsthöhere Liga auf. In der Königsliga bzw. für die Königsliga gibt es nicht wirklich eine Rangprüfung. Endet ihr jedoch auf Platz 50, dem unteren Platz der Königsliga, müsst ihr einen Rangkampf gegen das beste Team der Oberliga um euren Platz in einer Arena veranstalten. Aber ob ihr jemals in die Königsliga kommt, ist nochmal eine andere Sache. Während die Zweifel in Monagoras Stimme eindeutig zu hören waren, wirkte Aurora fest entschlossen. Natürlich werden wir das, auch wenn es ein langer Weg wird, irgendwann schaffen wir das. Es überraschte Kell wenig, dass Monagoras sich von diesen Worten nicht gerade hatte überzeugen lassen. Wenn du das sagst, muss es ja stimmen. Aber komm noch mal mit ins Büro. Wortlos folgte das Team dem Ligagründer. Als sie wieder im Fahrstuhl standen, warten darauf, die höchste Ebene zu erreichen, stellte Monagoras noch eine Frage. Das hat jetzt nichts mit dem Rundgang zu tun.
sondern interessiert mich eher persönlich. Was ist eure Meinung von Epsilon und dem Plot? Kell wusste nicht so ganz, was er sagen sollte. Also, ich war zu kurz hier, kenne mich zu wenig aus, um das zu bewerten. Aurora hingegen wirkte deutlich entschlossener. Epsilon ist ein Fanatiker und ein Tyrann. Auch wenn ich an den Plot glaube, hat niemand das Recht zu bestimmen, ob man sein Schicksal ändern kann oder nicht. Interessant. Monagoras Stimme blieb neutral, doch als Kell zu ihm blickte, erschrak er. Was war dieser Blick? War es Zorn?